Werbung oder vielleicht sogar Schleichwerbung, das ist unser Thema heute, denn natürlich ist inzwischen Social Media durchzogen von Werbung und da gibt es einiges zu beachten. Was du da wissen solltest, was du beachten solltest, damit es auch mit der Werbung gut funktioniert, das erkläre ich dir in diesem Video. Hallo, mein Name ist Nicole Mutschke, ich bin Rechtsanwältin und ich begrüße dich auf meinem YouTube-Kanal und zu diesem Video. Ja, Werbethemen, die gibt es natürlich viele auf Social Media und heute wollen wir uns beschäftigen mit dem Thema Werbung bzw. Schleichwerbung. Wie üblich wollen wir uns erstmal angucken, was ist eigentlich Werbung bzw. was genau ist eigentlich Schleichwerbung. Dann gibt es natürlich von mir ein paar Beispiele, damit du weißt, das ist gut und das ist schlecht. Das kannst du machen und das sollst du lassen. Und am Schluss gibt es natürlich auch noch einen Tipp, wie du vielleicht noch ein bisschen mehr Werbung machen kannst als andere, ohne dass du ganz, ganz schlimme Konsequenzen fürchten musst. Ich freue mich, dass du dabei bist, denn heute geht es wieder um YouTube und alles, was man dabei so rechtliches beachten sollte. Wenn du also Influencer bist oder es gerne werden möchtest oder dein Unternehmen Werbung auf YouTube macht, dann bist du hier genau richtig. Die gleichen Infos gibt es zum Thema Instagram und TikTok am Mittwoch und jeden Freitag gibt es ein Kesselbuntes. Also alles, was es juristisch so zu wissen gilt, zusammengefasst, was in der Woche Spannendes passiert, was ist Cooles passiert, Kurioses und Hilfreiches. Also ein Abo schadet nie, sondern damit bist du ganz bestimmt auf der richtigen Seite. Ich freue mich total, wenn du direkt ein Abo dalässt und vielleicht noch die Glocke aktivierst. Aber jetzt wollen wir direkt loslegen mit dem Thema Werbung. Werbung, was ist das eigentlich? Das macht uns ausnahmsweise mal das Gesetz ganz leicht, denn da gibt es eine sogenannte Definition, eine Legaldefinition, also eine Definition durch das Gesetz selbst. Und die ist, wenn man sie etwas zusammendampft, glaube ich, wirklich relativ verständlich. Ich blicke hier nämlich mal ganz kurz ins Gesetz. Da heißt es, etwas zusammengekürzt für euch, jede Äußerung mit dem Ziel, den Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen gegen Entgelt zu fördern, das ist Werbung. Und daran seht ihr schon, Werbung kann so ziemlich alles sein. Jede Äußerung, die irgendwie einen kommerziellen Zweck verfolgt, die kann also schon als Werbung eingeordnet werden. Im Vordergrund steht aber immer, dass jemand gegen Entgelt oder ja gegen irgendeine Leistung eine Ware anpreist. Und zwar, um genau den Absatz dieser Ware zu fördern. Was ist aber nun Schleichwerbung? Ja, tatsächlich, auch da hilft diesmal wieder das Gesetz, denn auch dazu gibt es eine Legaldefinition. Wie ihr kennt jetzt das schon, Legaldefinition heißt wirklich Definition durch das Gesetz selbst. Und die etwas zusammengedampft heißt, also absichtlich eigentlich zu Werbezwecken vorgesehen, aber mangels Kennzeichnung oder Darstellung irreführend. Also sprich, es sieht so aus, als wäre es keine Werbung, ist es aber. Dann nennt man das Ganze Schleichwerbung. Und auch da ist wieder wesentlicher Faktor, dass man irgendwie ein Entgelt bekommt oder zumindest eine Gegenleistung für die Werbung. Aber tatsächlich ist Entgelt nicht das einzige Indiz dafür, dass es Werbung ist. Könnt ihr euch ganz klar vorstellen, kennen wir auch alle. Die Nennung von Slogan oder Markennamen oder natürlich ganz klar Kaufempfehlungen, das alles spricht dafür, dass es Werbung ist oder eben, wenn es nicht hinreichend gekennzeichnet ist, dann eben Schleichwerbung. Ganz genau. Fassen wir also zusammen, was ist der Unterschied zwischen Werbung und Schleichwerbung? Ja, eigentlich ist Schleichwerbung nichts anderes als Werbung, aber eben ja sozusagen nicht richtig oder gar nicht gekennzeichnet, dann wird das Ganze eben zur Schleichwerbung. Es sieht so aus, als wäre es keine Werbung, ist es aber doch. Wie versprochen, machen wir jetzt aber direkt ein paar Beispiele, die das Ganze vielleicht ein bisschen deutlicher machen. Du bist also Influencer, du stellst ein Produkt vor und du bekommst auch Geld für dieses Produkt und die Vorstellung des Produktes, aber du kennzeichnest dann den Film nicht als Werbung. Ja, dann sind wir wo? Bei der Schleichwerbung. Genau, super verstanden, genauso ist es. Rechtlich eins. Jetzt kennen wir aber alle, dass natürlich bestimmte Influencer eigene Produkte vertreiben und die heißen auch noch irgendwie so, dass sofort klar ist, Mensch, ja, das ist offensichtlich das Produkt von dem Influencer, das ist seine Marke. Ist das dann auch noch kennzeichnungspflichtig? Nein, dann ist es ganz klar, das ist Werbung für seine eigenen Produkte. Da ist keine Irreführung da. Aber natürlich sieht es anders aus, wenn man jetzt erstmal stundenlang googeln muss, um festzustellen,
ah, okay, der Influencer, der steckt eigentlich hinter dieser Marke, dann sind wir wieder im Bereich Schleichwerbung. Ja, das klingt erstmal ziemlich einfach als klare Unterscheidung. Wenn es also ganz klar offen ist, dann ist es eben nicht kennzeichnungspflichtig, wenn man erstmal googeln muss, wenn man erstmal nicht so ganz genau weiß, wo läuft der Hase hin, wem gehört sozusagen das Produkt, macht er vielleicht für eigene oder doch für andere Produkte Werbung, dann ist man im Bereich Schleichwerbung. Was aber so einfach klingt, ist es nicht unbedingt. Denn das Problem in der Juristerei ist häufig, dass die Übergänge natürlich fließend sind. Ihr oder du als derjenige, der vielleicht im Bereich Social Media erfahren ist, der weiß natürlich genau, hey, ja klar, das ist doch das Produkt von Influencer X und der Nächste, der weiß es eben nicht. Und dann gibt es juristisch Streit, denn im Zweifel weiß der Richter das nicht und der, ihr ahnt es schon, der muss natürlich leider entscheiden. Ein anderer Fall ist natürlich, wenn du als Influencer tatsächlich ein Produkt gekauft hast und restlos begeistert bist. Und weil du so restlos begeistert bist, möchtest du jetzt natürlich von deiner super positiven Erfahrung berichten. Das Ganze, das sieht dann total aus wie Werbung. Du stehst da als Influencer mit einem Produkt, lobst das über den grünen Klee, also sieht aus wie Werbung, ist es aber gar nicht, weil du gar kein Entgelt bekommst. Auch da natürlich so ein Fall, wo man sagt, das könnte ein rechtliches Problem geben, ist aber so ähnlich schon entschieden worden, also sprich auch wieder ein Bereich, in dem es Ärger geben kann, aber Werbung erstmal trotzdem nicht vorliegt. Aber als kleiner Tipp für all diejenigen, die jetzt denken, oh Gott, wie mache ich das denn demnächst? Wenn man also über den grünen Klee loben möchte, ja, dann macht man das am besten, indem man vielleicht wirklich erzählt, hey, das Ding habe ich mir selber gekauft, also sozusagen so ein bisschen zu den Hintergründen berichten und vielleicht nicht ganz so sehr einseitig nur sagen, oh, wie geil ist das denn, sondern vielleicht auch so ein bisschen sagen, hier, das ist mir aufgefallen, das ist auch wirklich so ein bisschen, ja, nicht nur so werbetechnisch rüberkommt, was sage ich euch, ihr als Influencer wisst das viel besser, ihr wisst viel besser, dass das dann auch nicht so richtig natürlich rüberkommt, aber auch da seid ihr juristisch sozusagen mit mir zusammen auf der richtigen Seite, wenn es nicht ganz so übertrieben rüberkommt. Ganz blöd wird es nämlich dann auch noch, wenn ihr quasi auch noch irgendwie Links setzt, also sprich das Ganze sozusagen wirklich nach einer bezahlten Kooperation aussieht, da solltet ihr wirklich vorsichtig sein. Ich meine, klar, man wird am Ende vielleicht einen Rechtsstreit gewinnen, aber wollt ihr wirklich einen Rechtsstreit? Wohl eher nicht. Ja, vielleicht kennt ihr auch den Fall Vreni Frost. Ja, klingt lustig, aber alle, die so ein bisschen mit Social Media unterwegs sind, haben vielleicht von dem Fall schon gehört. Die hat nämlich sowas Ähnliches gemacht. Die hat 3 Posts gemacht und jeweils mit einer Verlinkung, ja, Werbung gemacht, ist ja so die Frage, ne? Sie hat jedenfalls sich sehr positiv über Produkte geäußert und dann wurde eine einstweilige Verfügung tatsächlich auch gegen sie erlassen. Und das Ganze, obwohl sie eigentlich tatsächlich keine Gegenleistung für ihre Posts erhalten hatte. Ja, das Landgericht Berlin, das hat gesagt, das ist für uns völlig egal. Also wir sehen darin Werbung, Gegenleistung hin oder her. Und dagegen hat sie sich aber erfolgreich gewehrt. Allerdings auch jetzt wieder der Wehmutstropfen. Sie hatte ja 3 Posts und bei einem nur war sie erfolgreich. Da wurde nämlich gesagt, ja, im Wesentlichen ging es da doch um Meinungsbildung, um Information, also nicht um kommerzielle Werbung. Also so ein kleiner Teilerfolg, aber ihr seht, es ist ein dünnes Eis und die Übergänge sind da offensichtlich fließend und die erste Instanz hat schon anders gesehen als die zweite Instanz. Also, dass ihr damit Ärger bekommen könntet, das dürfte offensichtlich sein. Das Gericht nämlich hat hier, wie ich finde, relativ seltsam differenziert. Das hat nämlich gesagt, wenn also die Verlinkung, wenn die tatsächlich irgendeine Meinungsbildung als Ziel hat, ja, dann wäre das Ganze keine Werbung. Wenn das nicht der Fall wäre, dann Gegenleistung hin oder her, dann wäre es eben doch als Werbung zu qualifizieren. Also 5 Juristen, 7 Meinungen, ich glaube ungefähr, das wird hier auch deutlich. Also meine Empfehlung, passt auf jeden Fall auf. Wenn ihr vielleicht schon euch mit Werbung beschäftigt habt, dann habt ihr auf jeden Fall von dem sogenannten Cassie Hummels Urteil gehört. Deshalb will ich euch das auch hier nicht vorenthalten. Das ist nämlich insofern ganz, ganz spannend. Hier das OLG München, also das Oberlandesgericht, also ein sehr, sehr hohes Gericht schon in Deutschland, gesagt, also ganz ehrlich Leute, der ganze Account von Cassie Hummels, der schreit ja nach kommerzieller Nutzung. Und wenn ein Account so nach kommerziell schreit, ja, dann hat das Gericht gesagt, dann ist es eigentlich völlig egal, da muss man eigentlich gar nichts mehr als Werbung kennzeichnen, weil das ja dann doch offensichtlich ist, dass der Account eigentlich quasi nichts anderes ist als reine kommerzielle Nutzung, reine Werbenutzung. Also insofern war Cassie Hummels erfolgreich vom Gericht, aber muss ich natürlich fragen, oh, wie cool ist so ein Account, wenn das Gericht sagt, ganz ehrlich, reine Kommerzgeschichte.
Also insofern, ich finde, das ist so ein zweischneidiges Schwert, der Erfolg, den sie da erzielt hat. Aber juristisch hat sie erstmal gewonnen, werbetechnisch musste sie es nicht kennzeichnen. Aber bevor ihr euch jetzt alle freut und euren Account definitiv kommerziell ausrichtet, ich würde sagen, das ist erstmal noch ein sehr, sehr spezieller Einzelfall. Also nicht direkt sofort nachmachen. Ob das so klappt, da habe ich auch meine Zweifel. Zudem muss man sagen, Oberlandesgericht in München, tolles Gericht, schon fast BGH. Oberlandesgericht ist nämlich schon fast die Stufe zum BGH. Die nächste Stufe wäre der BGH, ist es aber nicht. BGH, Bundesgerichtshof, das ist sozusagen die Instanz, auf die wir alle warten, denn die Entscheidungen sind sehr unterschiedlich. Das Oberlandesgericht in München, Kathy Hummel, das war super influencerfreundlich. Aber es gibt noch andere Entscheidungen. Oberlandesgericht in Köln, in Celle, in Hamburg, alle ein bisschen unterschiedlich. Also nochmal, da zumindest vier Juristen, ja, nahezu vier Meinungen. Also insofern kann ich euch nur raten, seid vorsichtig. Wir müssen warten, dass der Bundesgerichtshof, also der BGH, da eine Entscheidung trifft und vielleicht ein bisschen mehr Klarheit schafft. Und ansonsten im Zweifel wirklich deutlich machen, wenn es Werbung ist, oder eben deutlicher machen, wie sind die Hintergründe, wirklich mehr differenzieren zwischen Meinungsbildung und Information und reiner Werbung. Also sprich, dass das wirklich auf eurem Kanal ganz, ganz deutlich wird, damit ihr nicht in die Falle tappt und demnächst eine Abmahnung ins Haus schneidet. Ich hatte euch aber versprochen, am Schluss gibt es sozusagen auch noch einen Tipp. Ja, und diesen Tipp, den beschwert wieder ein anderes Oberlandesgericht, nämlich das Oberlandesgericht in Düsseldorf. Ja, genau. Also in sozusagen meiner Heimat Düsseldorf, wo auch wir als Kanzlei ansässig sind, da gibt es eine überraschenderweise relativ influencerfreundliche Rechtsprechung. Und zwar hat das Oberlandesgericht gesagt, es gibt keinen sogenannten fliegenden Gerichtsstand. Ja, das klingt so ein bisschen nach Aladdin oder so, ist es aber nicht. Fliegender Gerichtsstand, das hieß bisher, dass man jemanden, der im Internet aktiv ist, überall in Deutschland verklagen konnte und sich den Gerichtsstand, also wo man das konkret macht, München, Köln und Hamburg, dass man sich das quasi als Kläger, als derjenige, der gegen eine vermeintliche Schleichwerbung vorgeht, aussuchen konnte. Ja, und der gewitzte Anwalt des Klägers, der wusste natürlich schon so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Also niemand hätte freiwillig in München geklagt, denn München ist ja relativ influencerfreundlich. Aber was hat das Ganze nun mit Düsseldorf auf sich? Ja, Düsseldorf hat gesagt, nein, kein fliegender Gerichtsstand bei Influencern, sondern Influencer müssen an dem Gerichtsstand verklagt werden, wo ihr Sitz ist. Also sprich, mein Tipp an alle Influencer, wenn ihr es möglich machen könnt, am besten alle nach München ziehen, ganz genau. Denn wir wissen, München ist super influencerfreundlich. Also das heißt, solltet ihr mal irgendwann gegen eine einstweilige Verfügung oder ähnliches vorgehen wollen, dann seid ihr in München am besten aufgehoben. Alle anderen Gerichte sind so nett nicht gewesen. Ob ihr den Tipp umsetzen könnt, schwierig, aber vielleicht ist es bei manchen von euch eine Überlegung wert. Also nochmal die Zusammenfassung. Was ist Werbung und was ist Schleichwerbung? Ja, im Prinzip ganz einfach erklärt. Immer dann, wenn ihr wirklich werbt, also für ein Produkt gegen Entgelt irgendwas anpreist, ist es eigentlich Werbung. Wenn ihr das dann nicht hinreichend kennzeichnet, sondern es quasi so aussieht, als wäre das alles vermeintlich ganz neutral, dann nennt man das Ganze Schleichwerbung. Dazu gibt es viele, viele unterschiedliche Urteile, zum Teil zugunsten von Influencern, zum Teil gegen Influencer. So richtig ist die Richtlinie noch nicht ganz klar, weil es an einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs, unseres höchsten Gerichts, fehlt. Möglicherweise kannst du als Influencer dir das aber zunutze machen, denn wir wissen, dass zum Beispiel in München bisher zumindest die Entscheidungen sehr, sehr influencerfreundlich waren. Wenn du also dorthin ziehst, deine Firma da ansässig ist, dann wäre das in Zukunft nach der Entscheidung des Oberlandesgerichts in Düsseldorf dein Gerichtsstand. Ne? Also nicht verwechseln, Düsseldorf hat das quasi möglich gemacht. Und ja, deshalb ziehen wir jetzt alle nach München, weil München so freundlich für Influencer ist. Ob das wirklich so klappt, das wird sich zeigen. Und am Ende des Tages hoffen wir natürlich alle sowieso auf eine klärende, natürlich influencerfreundliche Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Darüber halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Ich hoffe erstmal, dass dir dieses Video gefallen hat und du direkt ein Like, ein Abo und die Glocke da lässt sozusagen, also alles drei. Das würde mich super freuen. Dann gibt es nächste Woche Montag wieder Infos zum Thema Rechtliches bei YouTube. Und am Mittwoch gibt's Rechtliches zu Instagram und TikTok. Und am Freitag gibt's den Kessel Buntes. Also alles, was es Spannendes, Rechtliches in der Woche gegeben hat. Was war kurios? Was war hilfreich? Was ist interessant? Das fasse ich für dich immer in unseren Freitagsvideos zusammen. Also ein Abo lohnt sich in jedem Fall. Ich freue mich und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.